Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Hofgeschichten. Ich wollte es mal wieder Mähne machen, einfach ohne 3, 2, 1. Kein Problem. Meine Aufnahme läuft. Wir sind wieder live dabei hier auf dem Hof. Und jetzt fang doch mal vernünftig an, Mann. Alter, wir sind schon draußen. Nein, meine Folge läuft. Ah, du bist doch so ein Depp, echt. Ja, wie Mähne. Ich wollte mal zeigen, wie geil das aber ist. Wir sind wieder dabei. Die drei Freaks von der Tankstelle. Ach, schon wieder was abgebaut, was ich abbauen wollte. Alter, kannst du dich mal hier mit unserem Geld... Du bist der Waster, ohne Witz. Keiner hat so viel Geld gewastet wie du. Es müssen keine Bohnen mehr da rein. Kannst doch, alle die, hier die goldenen noch. Die goldenen Sachen müssen wir noch sammeln. In den Himmel. Na, Hauptsache, ich habe jetzt hier gerade eben die Dings gegossen hier, die blöde Vogelscheuche. Die braucht auch manchmal Wasser. Ja, damit die Haare besser wachsen. Korrekt. Weißt du, der Typ geht wieder schön woanders hin. Wir müssen hier alles gießen. Ja, ich hole Steine. Mann. Na, meine Energie ist ja jetzt schon mal richtig weg. Ich glaube, ich muss mir da gleich so einen Energieriegel gönnen. Die sind mega geil. Was kostet denn dieser Burger? Kann man jetzt auch bauen. Was für ein Burger? Kann man so einen Burger bauen? Nee, kann ich noch nicht. Ein Bob's Burger oder was? Weiß ich nicht. Muss man ich kann Treppen bauen, aber einen Burger kann ich nicht bauen. Ich frage mich, wofür man Treppen braucht in der 2D-Welt. Wo sollen wir die hinbauen? So, ich bin jetzt schon komplett low. Also, dann legst dich ins Bett. Legst dich ins Bett und regenerierst eine Weile. Wo ist der Burger? Wo ist der Burger? Ah, da braucht man wahrscheinlich eine Küche für, ne? Naja. Kann sein, ja, zum Kochen braucht man eine Küche. Was brauchten wir? Goldene Bohnen? Silberne Bohnen oder was? Goldenes Zeug, ja. Hab ich. 5 Stück von allem. Gehst ins Community Center und bringst es. Hier muss ich mir erstmal hinlegen. Ich bin so schwach auf die Beine. Hydrogel. Diese Erde besitzt die Eigenschaft, eventuell über Nacht bewässert zu bleiben. Sollten wir vielleicht auch dann mal bauen. Ja, aber du kannst immer nur Steine. Eins benutzen. Dann kann man keine Dünger benutzen, weißt du? Ach so, okay. Das ist dann schade, weil Dünger ist irgendwie cooler, finde ich. Simuliert die Blätterproduktion, steigert die Wachstumsrate einer Pflanze garantiert um 10%. Simuliert, aha. Stimuliert, Entschuldigung. In das bestellte Feld mischen. Kiefernteer-Venusmuschel, ja. Bienenhaus, wieso bauen wir das denn nicht? Weil wir dafür Ahornsirup brauchen. Haben wir nicht, ne? Ja, wir nicht wissen, wie man herstellen muss. Ich glaube auch mit Küche, oder? Ja, es kann sein. Wieso wolltet ihr eigentlich diesen komischen robusten Ring bauen? Das ist doch vollkommen schwachsinnig. Ich hab's doch nur vorgelesen, dass ich das kann. Oh, meine Energie ist schon wieder alle, ey. In der Mine arbeiten ist echt anstrengend. Habe ich jetzt mal genug Steine irgendwie hier? Glaub nicht. Da baut sich aber jemand einen Riegel. Ja. Geiler Typ. Mir mal 2 Riegel gegönnt hier. Klotzriegel. Hier ist was. Und zwar eine Gewürzbeere lag in der Höhle. Die müssen wir da bestimmt auch abgeben, oder? Keine Ahnung. Ich geh mal gucken. Guten Appetit. Danke. Guten. Ich hoffe, es war nicht zu laut, wo ich gekaut habe. Nee. Nein? Ich stehe auf Schmatzgeräusche. Ah, geil. Wem bist du des Weges, Bob Ross? Ebenfalls ins Brilli, wo das Mr. Baumeister, wo sollen wir den Stall hinsetzen? Zwischen Zwiebel und diesem kaputten Gebäude oder? Nee. Ich liefere güldene Bohnen ins Gemeindezentrum. Wo soll ich denn den hinsetzen? Ja, warte doch mal. Wenn ich wieder da bin, muss ich mir erstmal angucken. Muss mir auch sagen, dass du jetzt das Ding bauen kannst. Setzen doch einfach dahin, wo du willst. Das sieht aber doof aus, unter Umständen. Unter Umständen. Ich glaube, hier könnte es ganz okay sein. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, man kann das dann verschieben, oder? Keine Ahnung. Ich setze das jetzt einfach da! Aus. Bäm! Im Sommer habe ich jetzt schon mal die Gewürzbeere reingetan. Im Sommer?
Also die goldenen Bohnen sehe ich jetzt nicht, dass wir die für irgendwas brauchen. Ja, irgendwie goldene Dinger oben in dem, bei dem Baum, ne? Oben bei der Quest, bei dem Bücherregal. Wenn man die nicht braucht, verkaufst du, kriegen wir Geld. Nein, gibt's nicht. Also da ist, da brauchen wir Gold, brauchen wir Pastinake, Melone, Kürbis und Mais. Ah ja, das ist aus jeder Jahreszeit eins sozusagen. Also müssen wir goldene Pastinake. Genau, da wollte ich das Ding noch nicht haben. Ja, da dazwischen sieht kacke aus. Ja, aber es ging nicht woanders, weil überall, wo was steht, geht nicht. Da müssen wir Platz auf machen. Auf Gras nicht, oder was? Nee, auch auf Gras nicht. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal warten, bis das gebaut ist, und dann kann man es verschieben, glaube ich. Ja, einfach nicht. Ach, das sind doch alles verschiedene Quests hier, alles klar. Da braucht man doch 10-mal Hartholz. Weiß eigentlich irgendjemand, wie man die Köder benutzt? Nope. Ah, hier sind Fische. Ja, hier gibt's nur Schrott. Alles klar. Also hier oben bei dem am Aquarium im Gemeindezentrum, ja? Ja. Das ist tatsächlich alles nur mit Fischen. Ja. Geh mal ein paar angeln. So, ich geh jetzt mal runter. Ich muss mich erst mal hinlegen, weil wieder aus out of energy bin. Steine kloppen ist echt. Ja, du kannst dich einfach ins Bett legen und dann regenerierst du Energie. Oh, isst du nicht einfach einen Müsli-Riegel? Weil ich keinen habe und. Kann man sich bauen. Ja, und? Aber es verbraucht doch sinnlos Rohstoff. Ich kann mich doch auch kurz 10 Sekunden hinlegen und dann ist wieder gut. So, was stehst du hier so mitten im Busch? Ich glaube dir kein Wort. Okay. Oh, ich hab's endlich, oder? Nee. Es gibt wirklich eine Menge Wildpflanzen in diesem Gebiet. Wenn ich habe es endlich geschafft. Ich habe alle Leute gefunden hier. Sauber, Eichel, Ahorn. Kann's besser machen, weil man's schneller machen kann, aber es war schon ganz gut. Ich weiß. Nein, Mann, ich will den Müsli nicht essen. Ich will den schenken hier, dem Klumpen da. Hier, Schenke. Der da. Der malt. Er malt. Leck mich doch, der Füße, ey. Der malt mich beim Angeln hier. Lol. Häng ich bald noch mit einem Kamin oder was? Mein alter Freund. Naja. Was? Nur Freunde von was? Müll. Von Elliot, dem Schmunzelmonster. Alter, an diesem See gibt's nichts. Kann das sein? Warum ist hier so ein Steg? Okay, 300 Holz. Alles klar. Ich baue uns mal die Brücke hier auf, Kinders, ja? Ja, wenn du 300 Holz hast. Ja. Ist wird schon, gell? Okay, ich habe noch eine Miesmuschel gefunden. Eine Venusmuschel auch genannt. Nee, beides. Also ist Unterschied. Also, ja, aber es war eine. Boah, Leute, mit Schatz, ich krieg den. Bäh, mit Schatz! Bin ich gut oder was? Was war der Schatz? Ist so wirklich laut gerade hier die Brandung. 6 Eisenerz, Leute. Nice. Und eine gefrorene Geode. Gefrorene Geode, aha. Alter, ich bin der absolute Oberprofi. Alter, man kann sagen, jetzt den Leuten hier einfach nicht im Dorf die Bäume wegkloppen oder was? Was ist denn das hier? Nee, aber bei dem See, wo man unten. Wo meinst du, Lena? Beim See, am See. Was für ein See? Na, da, wo du auch die Hüte kaufen kannst, am See. Ach, da. Da, wo ich gerade angel. Wo ich gerade Steine. Nehme ich mal, oder ist es eine Sie? Nicht sicher. Ja, das ist ja mal richtig assi, dass du hier nicht einfach mal das ganze Dorf da abholzen kannst. Ich glaube, da wo die Blasen blubbern, wenn man da hin die Angel wirft, dann ist irgendwas Krasses, aber da komme ich nicht hin. Ich weiß nicht, wie man da hinkommen soll. Hm. Aber da gibt es noch bessere Angeln, die dann länger sind. Das war jetzt mal ein richtig krasser Cut in der Musik. Also hier gibt es Schwarzbärsche. Jawohl, dich mache ich jetzt Kaltbaum. Kannst du wissen. Die ganzen scheiß Schmetterlinge da raus. Oh. Eigenbedarf. Heute gibt's Schmetterlingskuchen. Schmetterlinge im Bauch. Da steht drauf. Wird schon wieder dunkel, ey.
Ja, gib mir nochmal einen geilen Barsch jetzt hier noch. Mann, ey. Da war er, Gesundheit. Danke, Mann. Gesundheit. Sorry. Ach, Mene. Ja, kannst du laut sagen. Könnte ich nie sein. So, jetzt hier. Bäm. Boah, ich bin im Angeln. Wollen wir mal ins Bett gehen? Absoluter Profi. Ja, ich muss hier nur, hau hier gerade noch ein bisschen raus. Noch gerade mal halb neun. Noch kann ich angeln. Okay, aber I'm out of energy. Ist ein Müsli-Riegel, Junge. Ja, aber es ist jetzt auch zu spät, um nochmal in die Mine zu gehen. Ich hau einfach ein bisschen Holz mit, was soll's. Kann man einmal gebrauchen. So Leute, bei mir gibt's jetzt hier die Angelfolgen. Ich hole mir jetzt die ganzen Fische für die ganze Quest. Ich werde jedes Gewässer abduddeln. Das ist der Fachbegriff, ne? Abduddeln, ja, ist der Fachbegriff. Das ist Angler, das Angler-Slang. Boah, jetzt wieder mit Schatztruhe, ey. Ich bin so ein Profi. Ich krieg den. Ohne Witz. Was ist in dieser Schatztruhe wieder mal drin? Mega geiles Stuff. Boah, ich krieg hier nicht. Ich krieg schon ins Bett. Das ist wie Lootboxen, nur besser, wa? Jetzt, ja, das ist viel besser. Und? Habt ihr das mitbekommen, dass Diamant, Leute. Diamant. Zweigefrorene Geode. Diamant, Alter. Diamant. Alter, wer ist hier der absolut reichste Mensch auf Erden? Ja. Ich. Ich, was wolltest du gerade sagen? Mene wollte was Wichtiges sagen. Mit EA in Belgien oder was? Genau. Ja. Was? Hast du nicht mitbekommen? In EA hat einen Rechtsstreit in Belgien wegen Lootboxen, weil die als Glücksspiel eingestuft wurden. Genau. Langweilig. Ja, ist nicht langweilig, weil nämlich die verstoßen eindeutig gegen belgisches Recht. Ja, eigentlich gegen alles Recht. Und EA sagt aber so nach dem Motto: Naja, es ist ja eigentlich kein Glücksspiel. EA hat einen Arsch offen. So, ich tue die vorne in Geoden hier rein, das Eisenerz. Ich kümmere den Diamanten. Ja, mich auch. Ich bin nämlich trotz Müsli. Die Fische behalte ich mal, weil ich die morgen brauche. Ja. So, gute Nacht, Marie. Oh, gute Nacht. Bier trinken. Tag 25. Plus 1 Axt-Effektivität. Neues Kochrezept. Überlebensburger. Kann ich jetzt auch machen. Geil. Alter. Das gibt mal richtig Schotter hier schon wieder. 2-4. Hm. Wollen wir uns einen Fernseher kaufen, großen? Ich hab schon einen. Ich auch. Brilli. Was? Hast du jetzt wirklich Dings gefunden? Was? Eisenerz? Ich habe 6 Eisenerz reingelegt, warum? Naja, da könnten wir uns mal so einen Sprinkler bauen, oder? Wie viel kostet der denn? 5 Eisenbarren. Mhm. Ja, da reicht's aber noch nicht. Es sei denn, aus einem Eisenerz kommt ein Barren. Ja, ich glaube. Probier's doch einfach mal, schmilzt doch einfach mal ein, den Spaß. Ja, mach ich gleich. Immer noch ein bisschen gießen hier. Naja, ich gehe wieder in die Mine. Ich überlege mal, der Jody den Diamanten zu schenken. Haltet ihr davon? Gott. Was haltet ihr davon, meine lieben Freunde? Das Frage ist nicht, was wir davon halten, sondern was Jody davon hält. Vor allem weil jeder hier auf was anderes Jody, steht. Ja? Meiner Jody. Alter, die kennt noch nicht mal deinen Namen, Junge. So neidisch, ey. Und er kommt da gleich mit so einem Dia um die Ecke. Wir Zwiebeln machen mal die restlichen, meine Gießkanne ist leer. Achso, du hast jetzt aber alle Leute angequatscht jetzt mittlerweile, oder? Ja, hab ich. Und auch schon einem Geschenk gemacht, Teil 2 der Quest? Das ging noch nicht. Also der Typ, der da irgendwo im Busch stand, wollte meinen Müsli-Riegel nicht haben. Okay. Jetzt blöder Arschloch. Der mag bestimmt keinen. Die Müsli. Baut übrigens gerade da den Hühnerstall, ne? Ja, ja. Das hat die ja schon beauftragt. Die, Alter.
Jetzt siehst du Schlumpfine immer nur da am Gitter stehen oder am Bauzaun stehen. Und rumsabbern da, wie Robin im... Robin schwitzt und arbeitet. Der kleine Rotfuchs. Also Bäume fällen ist ja mal richtig krass, was die Energie angeht. Da sinkt die ja rapide. Ja, ja, frag mich mal in der Mine beim Steinehacken. Das ist auch echt übel. Was habe ich gesagt? 200, nee, 300 Holz brauche ich, ne, für die Brücke. Mhm. Ich glaube, das hast du gesagt, ja. Ja, ja, ja. 10 Steine waren in der einen Geode drin. Was ist das denn? Gut, da kann ich mehr darüber erzählen. Was ist das? Okay, was ist das? Mineral. 3 Steine. Das waren die gefrorenen Geoden, die habe ich hier mal aufbrechen lassen. Alles klar. So, Müsli-Riegel for the win, mein Freund. Gönn dir. Ah! Hm. Zeidebarer Müsli-Riegel. Ich gebe hier richtig Geld aus, ey. Inventar ist voll. Den ganzen Schmetterling hier. Bergischer Helm, Artefakt. Nekoid. Mineral, Mineral, Mineral. Massig Mineralien. Ein Artefakt. Aber, also Mene, man kann sich aber wirklich gut diese Müsli-Riegel bauen, weil das ist ja, kriegst du ja, ja nicht alle aus den Bäumen da wieder. Ja, sicher kann man das bauen. 10, 10, ja, 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 was? Riech mir die scheiß Geoden auf, Alter. Was ist das denn? Hm? Boah, was ist das schon wieder? Irgendein Mineral. Mineral oder was? Wie lange braucht denn die Alte da? Mach da mal hinne. Ja, die braucht jetzt, glaube ich, mehrere Tage. Drei Kohle. Was ist das? Gut. Ich habe alle unsere Geoden mal aufbrechen lassen. Aha. Und werde mir jetzt noch, da ich sowieso hier bin, 2000 meine Hacke verbessern. Was sagt ihr dazu? Geht was soll man dazu noch sagen? Mit. Dann gehen wir nochmal hier zum Museum. Ein Museum spenden. Mann, Junge. Hier, was haben wir denn da? Was können wir denn spenden? Das will ich auf keinen Fall spenden, aber das hier will ich spenden. Deine Haut. Schöne Glocke. So. Zwergischer Helm hast gespendet. Ja. Und dann auch noch hier so Mineraliengedöns. Brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Kalkstein. Und Granit. So, 300 hat er. Geht er mal zum. Was? Was, 300? Holz. Geht er mal zum Strand, geht er jetzt mal. Ich hab hier einiges gespendet, Leute, ey. Was aber wo kriegt jetzt die Belohnungen her? Was für Belohnung? Da stand neue Belohnung. Ja, feuchten Händedruck vom Museumsdirektor. Ich muss hier wieder die Strafarbeit leisten, ey. Ja, ich verstehe das nicht. Wo ist denn jetzt sei hier froh. Belohnung dich, abholen? Da. Du kannst dich frei bewegen, Junge. Du hast keine Kugel ums. Alter, bam. Wir haben richtig geile Belohnungen gekriegt. Was Blumenkohlsaat, 9 Stück und 9 Stück Melonensaat, Freunde. Nice. Komm mal her, ich schenke dir was. So, ich hab dem einen jetzt hier was geschenkt. Sommer. Also den Blumenkohl bam. Werden wir nicht mehr ansäen, aber den Dings können wir dann im Sommer säen. Ja, nice. So. Ob er wollte oder nicht, der hat von mir jetzt erstmal schön einen Dings geschenkt bekommen.
einmal Harz. Jody! Harz. Ich hab einen Diamant für dich! Wo ist die? Wo ist Jody? Ja, da läuft er komplett riemig durch die Stadt. Die ist nicht zu Hause. Wo ist Jody? Ey? Wo arbeitet die? So, I've made the bridge over the troubled water. Nice. Guck mal gerade, wann Jody Geburtstag hat. Vielleicht warte ich mit dem Diamant dann noch auf ihren Geburtstag. Alter, hier gibt's Korallen und Seeigel. Jetzt hat sie nicht Geburtstag. Hier, der Pierre hat heute Geburtstag. Pierre. Soll ich ihm mal den Diamant schenken? Hey, Pierre. Vielleicht steht er ja auf blau. Schleppend. Ist voll laut, ey. Ein Geburtstagsgeschenk? Das ist sehr nett von dir. Ich liebe es. Alter, Leute, ich bin bei Pierre einfach so krass. Du hast jetzt einen richtigen neuen Alter, der geht mir Freund. Hinterher jetzt. Oh, scheiße, ich habe Harz gegessen. Jetzt ist mir gerade ein bisschen übel geworden. Leute, ich habe Pierre einen fucking Diamanten geschenkt. Okay. Boah, es ist zum Glück nicht laut hier. Es ist echt kacke. Pierre habe ich jetzt zwei Herzen, Freunde. Und irgend so ein X, keine Ahnung, was das bedeutet. Wo ist Jody? Wie viel habe ich bei Jody? Jody? Null. Ach, verdammt! Jody! Jetzt habe ich Pierre klargemacht, aber voll nicht dich. Aber zum Glück bist du ja ein Kerl, Junge. Ja, es muss ja nicht Männlein und Weiblein zusammen sein. Es können ja auch zwei Männer und zwei Frauen sein. Hier läuft Pierre. Pierre schreibt, Brillibi hat mir einen Diamanten geschenkt. Ich bin emotional verwirrt. Nein, hat er nicht geschrieben, aber... Oh, schade. Stimmt, Instinkt wollte ich noch. Ich bin emotional bei mir. Das wäre gut. Also, ich habe jetzt diese Brücke fertiggestellt und auf der anderen Seite gab es unheimlich viele Korallen und Seeigel. Seigel. Und Miesmuscheln, genau, Seigel. Schön. Und ich bringe die jetzt auch mal wieder hoch hier zum Gemeindezentrum. Das ist ja cool. Das mach ich hier hart, Junge. Ja, auch gerade zum Gemeindezentrum, dann treffen wir uns da, Schätzchen. Ja, wunderbar. Bring den Diamanten mit. Er ist leider bei Pierre. Ausgerechnet bei Pierre. Da gibt's nur Fisch, weißt du, ne? Ja, ich weiß, ich habe ja Fische. Ach so, du warst ja angeln. Wo meine sind, die ich jetzt brauche, hier. Glasaugenbarsch, ne. Nachtfische. Man sollte vielleicht mal nachts. Vielleicht gibt es nachts andere Fische zu fangen als tagsüber. Das könnte durchaus. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Genau jetzt den Schwarzbarsch braucht man hier nicht, oder was? Seitdem wollt ihr mich verarschen. Den Verarschbarsch. Wir hatten ja noch unter der Erde in dieser Höhle, Fisch, hatten wir auch noch gesehen, ne? Nachtfische. Stimmt, genau. Teichfische. Das ist ein Teichfisch. Ein Teichfisch. 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 Rotbarsch, Ozeanfisch. Alter, wollt ihr mich verarschen? Jetzt habe ich hier extra den. Na gut, dann werden sie halt verkauft. Der indische Glaswels, den brauche ich. Ah, ja, hier, der kannst du rein. Danke. So, dann gucken wir mal. Ich teste mal gerade den hier. Jetzt sag bitte nicht. Hier war die Mies. Da ist die Mupfel. Und da ist die Mupfel. Die baut aber auch langsam. So wird die ja nie fertig mit dem Stall. Okay. Also hier, trotz dieser ganzen Fischgeschichte hier, brauchen wir dafür anscheinend keine Korallen. Oder Seigel. Nein, keine Seigel. Äußerst befremdlich. Dann war ja die ganze Aktion richtig gut. Dann habe ich jetzt 300... Was schmelzt er sich da schon wieder, ey, weißt du? Kupfer schmelze ich. 300 Baumstämme umsonst hier ausgegeben. Gucken, was hier oben so Ambar ist. Wo ist denn das ganze Eisenerz, was ich gesammelt habe? Weg. Das habe ich nicht. Ah, hier. Ich schmelze jetzt mal das Eisen. Hast du Kohle? Ein bisschen. Wie viel brauche ich denn? Stoff. Keine Ahnung. Okay. Nee, große Milch. Große Ziegenmilch gibt es auch noch. Scheiß die Wand an, ey.
Hast du noch was Kohle über? Ja, ich kann dir was reinlegen hier. Huch. Ach! Nee, hab ich gar nicht. Schnee ist nicht mehr viel Kartoffel. Zumindest. Okay, warte. Ich kann dir gab mal. Nicht. Hier, ich hab dir ein bisschen. Hab dir 6 Kohle rübergelegt. Ja? Eine Haselnuss. So, Alter, wird doch mal fertig hier. Das war jetzt irgendwie ziemlich unerfreulich. Warum? Naja, weil ich da diese scheiß Korallen nicht hab abgeben können. Ich dachte, das ist so richtig. Verkaufst du? Nee, möchte ich eigentlich nicht. Wieso, wir brauchen sie nicht dafür? Verkaufst du bis auf eine? Ich weiß nicht, ob man das nicht. Ja, okay. Geben Geld. Vielleicht kommen ja auch noch mehr Quests. Nur mal so. Ja, dann findest du nicht alles drauf. Doch. Doch. Ey, wie lange braucht ihr bitte einen Eisenbarren? Wollt ihr mich verarschen oder was? Horten hört ein Hu. So. Ah, ich bin Miet, ich gehe ins Bett. Alter, der Eisenbahn braucht einfach 10.000 Jahre. Oh, Alter. Dass man diese scheiß Stacks nicht trennen kann, irgendwie vorher. So, dann lass mal pennen gehen. So. Ja. Denn die Folge ist vorbei, ne? Yes, yes. Ich pack das nur noch schnell hier in die Kiste. Moment. So. Ratzpi. Destano. Und Ratzpi. Dann machen wir Ratzepipi. Das da auch noch hin. Da kommen alle weg mit die Scheiße hier. Ratzepipi. Jetzt schnell ins Bett. So. Gute Nacht. Gute Nacht, liebe Freunde. Guten Abend. Level up, Minenarbeiter Stufe 3. Bisschen Geld Bergarbeiter, gemacht. Bergarbeiter Leckerbissen kann ich jetzt machen. Und hier verabschieden wir uns jetzt von euch. Bis zur nächsten Folge. Hier bei den Hofgeschichten. Liebe Freunde, macht es gut. Bis dann. Tschö. Brilli ist ein Kerl, sagt er zumindest immer. Ciao. Die olle Schlumpfine.